Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer sucht, der findet. Ich bin zurück aus dem Urlaub und hab mal wieder ein bisschen was angesammelt. Ja, vorneweg, mit Erscheinen dieses Videos hier, wenn ich es schaffe, es pünktlich hochzuladen, wovon ich mal ausgehe, endet das Gewinnspiel oder zumindest der Teilnahmezeitraum an meinem Gewinnspiel, was ich ziemlich genau vor einer Woche gepostet habe. Und ja, ich hatte ja gesagt, entweder wenn dieses Video, was ihr hier gerade seht, rauskommt oder aber nachts um Punkt Schlag 12 Uhr endet das Ganze. Ja, das ist hiermit der Fall, nur für eure Information. Ja, wie schon gesagt, ich bin zurück aus dem Urlaub und ja, als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich ein schönes kleines Päckchen im Briefkasten. Und zwar hat mich der liebe... kann man es erkennen. Alexander, ich lasse jetzt mal den Rest wohlwissentlich weg, angeschrieben, hat gemeint, hier du, ich hätte eine Kleinigkeit für dich, ich finde deinen Kanal so dufte, könntest du mir nicht mal deine Adresse schicken? Ja, jetzt haben wir ein bisschen Fokusprobleme. Na, da haben wir es doch. Ja, und gesagt, getan, ich habe ihm meine Adresse gegeben und da war dann nach meinem Urlaub oder während meinem Urlaub kam dann dieses Päckchen hier an und da war eine ganze Menge Zeug drin. So, ich will mal anfangen und zwar habe ich da, kam mir da direkt ein paar Karten entgegengefallen und zwar war da drin diese AR-Karten zu Animal Crossing. Müsste das sein? Und zwar die Nummer 1, 2 und 3. Ja, was genau man mit diesen, mit den Dingern hier machen kann, muss ich mir nochmal angucken. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Fand ich auf jeden Fall ganz goldig. Also da sind die Charaktere aus Animal Crossing. Hier ist dieser lustige Hund. Ja, und da werde ich aber nochmal genau gucken müssen, was man mit den Dingern anstellt. Ja, dann war ich überrascht. Ich glaube, er hat meine Videos recht gut beobachtet. Und hat auch so ein bisschen in meinem Console-Profiler-Profil, was da so ganz oben rechts in meinem Kanal mit verlinkt ist, wo man eigentlich nahezu meine komplette Sammlung sehen kann, also sich angucken kann, was ich alles habe. Ein kleiner Hinweis nochmal an der Stelle. Ich kann es aber auch gerne nochmal hier unten verlinken. Ja, und da muss er gelesen haben, dass ich zu diesem Spiel hier lediglich das Modul habe, zu Pokémon Diamant, denn... er hat mir davon die Lehrhöhle zukommen lassen. Fand ich super. Sehr, sehr netter Zug. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das... oder er hat es mal in einem Neuzugänge-Video gesehen. Das kann auch sein. Aber sehr, sehr toll, Thomas. Alex. Sorry. Alexander. Ja, und dann war noch eine Sache dabei. Moment. Zeige ich euch jetzt. Und zwar hat er mir das Inlay zu Valkyrie Profile Lanneth mit reingepackt. Das Ding hat er, so wie ich das sehen kann, selber ausgedruckt, aber ich hatte halt eben nur so eine ganz, ganz extrem schlecht gedruckte Variante bei meinem dabei. Und da ist das hier auf jeden Fall eine schöne Aufwertung. Also das Inlay, da hat er sich Mühe mitgegeben. Fand ich super. Also er hat sich auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht, was er mir so schicken könnte. Ja, dann hat er mir noch zwei sehr interessante andere Sachen geschickt. Und zwar zum einen Half-Life und Völgar, The Viking. Ja, das sind so Fanspiele, sage ich jetzt mal, für den Sega Dreamcast. Moment, ich lege die jetzt mal vorsichtig hier drauf, dass sie nicht verkratzen. Das sind auch Rohlinge, also sind gebrannte. Und er hat mir dazu ganz stilecht noch die Inlays für die Dreamcast-Hüllen. Für Völgar. So wie für Half-Life gemacht. Fand ich richtig schön. Das sind so, so Sachen, ich sag mal wie, ach, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Pier Solar für den Mega Drive. Das ist auch so ein Fanprojekt gewesen und im Endeffekt, es läuft ja auf der Originalkonsole und die Dinge sind auch frei im Internet erhältlich. Also fand ich schick.
muss mal gucken, dass ich noch zwei Hüllen finde, in die ich das hier reinbasteln kann, aber dann macht sich das definitiv richtig schön in der Sammlung. Also da, wenn das so um so Fansammlungen oder so Fansachen geht, stelle ich mir sowas auch gerne in die Sammlung. So, genug verhaspelt. Ja, der gute Mann heißt Alexander. Ich werde euch seinen Kanal, er hat nämlich auch einen Kanal hier auf YouTube, nochmal hier oder da oder auch in der Info oder wo auch immer, werde ich euch den nochmal verlinken. Schaut mal bei ihm rein. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal, Alex. Dann war ich bei McDonald's und hab mal mir was geholt. Und zwar, ui, ihr könnt sehen, da kommt der Feuerball Mario reingeflitzt. Das war in der ersten Serie, war der mit dabei. Sowie der Yoshi, den ich jetzt mal nicht aufziehe, weil der abgeht wie Schmitzkatze. Dann die aus der letzten Serie schon bekannte Peach. Und wenn er mir jetzt nicht gerade auseinandergefallen wäre, okay, geht aber auch so. Der Mario mit dem Pling. Da ist hier unten so ein kleiner lustiger Knopf. Und da macht er Pling. Ja, die hatte ich mir geholt. Und habe mir gedacht, komm, dann wartest du noch, bis du alle zusammen hast. Und habe mir dann noch den Luigi, ich habe die jetzt die Tage erst reinbekommen, deshalb sind die alle noch eingepackt. Den, ja, mit dem Pinguin-Outfit Mario, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Und der den Bumerang schleudert. Ja, die schöne Kappe habe ich mir nicht geholt, weil die für meinen dicken Kopf viel zu klein gewesen wäre. Und ich, nee, die ich kann mir ja noch schön ins Regal stellen, aber die Kappe, die wollte ich dann nicht einfach so dabei stellen. Da habe ich dann mal den Sinn, dem Sinn Vorzug gelassen, sagen wir es mal so. Ja, die gab's. Sind ja auch schon teuer genug gewesen, die Teile. Dann noch ein kleiner Nachtrag vom letzten Mal, wo ich auf diesem einen Flohmarkt war. Da habe ich nämlich was total vergessen. Weiß auch nicht, das lag bei uns noch auf der Treppe. Und das ist total in Vergessenheit geraten. Und zwar gab es da noch den Wii Pro Controller. Original verpackt vom Flohmarkt. Und zwar hat da der Betreiber eines örtlichen Elektrofachmarktes hat alles rausgeschmissen, was so über die Jahre an Videospielgedöns reingekommen ist. Und da habe ich das Ding hier statt für, ich glaube, 29 Euro stand drauf und 5 habe ich dafür bezahlt letzten Endes. War ein super Kurs und da habe ich mir gedacht, ach komm, dafür stellst du dir den auch ins Regal so einmal komplett verpackt. Weil ich habe den Controller, ach so, nee, Quatsch, das ist nicht der Pro, den ich habe, das ist der normale. Der Classic Controller, der hat doch, glaube ich, nur eine Schultertaste. Ja. Aber ist auf jeden Fall schick und in Schwarz gefallen die mir sowieso besser als in dem Weiß. Dann ging's weiter. Ja, dann kommen wir schon zum Urlaub. Und im Urlaub lege ich, glaube ich, mal mit einem kleinen Besuch in einer Arcade los. Habe ich mir mal einen Besuch bei GameStop gegönnt. Ja, GameStop ist ja jetzt nicht unbedingt für die günstigsten Preise bekannt, aber ab und zu stolpert man dann doch mal über was, was man von den Sachen, die da rumfliegen haben, gut gebrauchen kann. Ja, und dazu gehörte diesmal City Crisis, ist mitgenommen worden, weil es ein Take-Two-Game ist. Mhm. Ja. Fokussier dich, jetzt. Ja, ist ein recht interessantes Spiel. Ich kann euch ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel dazu sagen. Ich weiß auch nicht, ob es ein interessantes Spiel ist. Ich vermute, es ist ein interessantes Spiel. So trifft es das vielleicht besser. Ich habe das so noch nie gesehen und habe mir gedacht, ach komm, für 2 Euro, was soll's, nimmst es mal mit. Und vielleicht findest du ja noch was anderes hier. Und dann bin ich halt eben über das hier noch gestolpert. Für einen 5er, Second Wiki, der Schatz von Barbaros. Ja, beide Spiele sind komplett. Hier ist die Anleitung noch hinten dran. Sehen auch ziemlich schick aus. Und für einen 5er bei GameStop, das Spiel hier ist eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, das liegt ein bisschen höher. Nicht mega viel höher, aber es ist ein Capcom-Titel. Ich habe schon ein, zwei Reviews davon gesehen. Es soll ziemlich schön sein. Ja, und das war so der GameStop, die GameStop-Ausbeute. Und dann bin ich auch noch ein paar Meter weiter, weil da gerade ein Mediamarkt war. Und da habe ich gesagt, ah komm, guckst du da auch nochmal durch. Und die haben ja momentan diese tolle Aktion Kauf 3, Zahl 2. Und bei dem Kauf 3, Zahl 2 habe ich halt leider nicht wirklich viel gefunden, weil mein Urlaubsbudget nicht sehr groß war.
Und habe mir dann aber trotzdem 3 Titel mitgenommen. Und den dritten eigentlich nur, weil ich dachte, komm, du kriegst ihn eh geschenkt. Ja. Aber ich will nicht lange weiterschwafeln. Ich habe mitgenommen Child of Light. Da ist jetzt Minecraft drin, weil ich es momentan in meiner Vita habe. Ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Also absolute Kaufempfehlung. Ich habe das hier für 10 Euro jetzt beim Mediamarkt gefunden. Ich habe die Limited Edition. Ja, genau. Ist die Limited Edition. Für die PS3, PS4 Downloads. Ja, da ist ja keine physikalische Kopie drin. Da ist ja einfach nur der Download-Code drin und so ein paar Gimmicks halt eben. Und die Version für die Vita ist tatsächlich die einzige, die irgendwo, bei der man irgendwas in der Hand haben kann. Ja? Und da ist tatsächlich dann halt eben auch die Chipkarte für die Vita drin. Und hier sind jetzt noch, Moment, 3, 4 Download-Dinger drin. Da oben, genau, hier steht's. Die Golem-Aufgabe, Dunkelpaket, Lichtpaket und 4 Pakete Okuli und Sternenstaub. Ja, wer das Spiel nicht kennt, der kann auch hiermit jetzt nicht wirklich was mit anfangen. Aber das ist halt eben einfach nur das bisschen mehr Bonusinhalt und dass am Anfang das Spiel ein bisschen leichter fällt. Ich habe es noch nicht runtergeladen, weil ich es nicht wirklich gebraucht habe. Aber das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. Ich mag den Grafikstil. Mal gucken, kann man da was sehen? So, wieder ein dezente Fokusproblem heute. Ja, da haben wir es doch. Ja, vom Grafikstil her ist es absolut schön gemacht. Ich weiß nicht, was ich da großartig noch zu sagen soll. Wer Rollenspiele mag, wer so einen gewissen Märchenstil mag, die schwätzen fast alle nur in Reimen und Versen. Und ja, das ist echt, echt goldig. Also anders, das beschreibt das Spiel eigentlich ziemlich gut goldig. absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr es irgendwo für 10 Euro seht, nehmt es mit. Ich habe es bisher, war das glaube ich der günstigste Kurs, neu zumindest. Gebraucht kriegt man es auch schon für 12, 13, aber ja. Einziger Weg, das Ganze physikalisch in der Hand zu halten. Ja, als nächstes habe ich dann noch Luminous für 4,99, wie ihr schon seht. Puzzle Fusion. Ich hatte mir ja vor kurzem das Ganze für die Vita geholt. Luminous oder Lumine oder wie auch immer. Und fand das da schon recht schön. Und habe mir gedacht, ach komm, stell's dir mal original verpackt in die Sammlung. Vielleicht hast du ja irgendwann mal Bock drauf für 4,99. War das jetzt kein mega Einsatz. Und das letzte, was ich mir mitgenommen habe, ist SingStar Turkish Party. Ja, und das gab's geschenkt. Das hätte ich, glaube ich, auch tatsächlich nur geschenkt genommen. Das Spiel ist einfach nur mitgekommen, weil ich dachte, das ist ein recht ungewöhnlicher SingStar-Titel. Der wird hier irgendwo ins Regal gestellt oder in irgendeine Kiste reingeschmissen und in 5 bis 10 Jahren wieder rausgeholt. Und dann gucken wir mal, ob sich da preislich oder werttechnisch irgendwas getan hat. Weil momentan ist es noch nicht wirklich der teuerste Titel für die PS2, auch original verpackt nicht wirklich. Ich glaube, da ist er genau die 5 Euro wert, die da auch draufstehen. Aber es gibt immer wieder so Dinge, die wenig produziert werden, wenig verkauft wurden. Und dazu zählt der, gehe ich mal ganz stark davon aus, auch. Und daher habe ich mir gedacht, die 5 Euro sind kein Einsatz, wenn das Ding jetzt, sagen wir mal, in 5 bis 10 Jahren das doppelte bis dreifache Wert ist, wäre es immer noch nicht viel. Aber dann hast du das Ding original verpackt und das steigert den Wert dann manchmal doch ungemein. Da ich nicht nur sammle, um ja zu meinem Vergnügen, sage ich jetzt mal, sondern auch um ein bisschen den Wert meiner Sammlung zu steigern, ist das hier so ein Titel, wo ich sage, da lasse ich es drauf ankommen, da probieren wir das einfach mal aus. Ja, das war der Tag in der Arkade. Zusammen bezahlt, warte mal, für SingStar, Turkish Party, Luminous Plus und Child of Light 15 Euro, für die zwei zusammen 7 Euro, also 22 Euro für den Stapel hier. Jo, sind jetzt nicht die Burner-Titel, aber fand ich in Ordnung. Ja, und dann habe ich, wenn ich ein bisschen auf die Finger geklopft bekommen habe, noch eine Kleinigkeit über Kleinanzeigen gefunden im Urlaub. Ja. Und zwar, wir waren im hohen Norden. Wir waren, Moment, westlich des Jadebusens, falls das jemandem was sagt. Und ist eine sehr, sehr schöne Ecke da oben. Aber was Videospiele angeht, ziemlich tot. Also ich habe da oben Kleinanzeigengruppen durchstöbert und bin nicht wirklich vielfündig geworden. Aber gut, das eine, was ich gefunden habe, war auch genug, sagen wir es mal so. Und zwar war da etwas länger
schon waren da 4 PS1-Spiele drin. Ich habe die Frau nur angeschrieben, weil sie in der Anzeige geschrieben hat, nur Abholung. Und wenn man so weit im Norden wohnt, nur Abholung. Ja, ich sag mal, viel weiter nördlich ging es nicht. Da war dann nur noch Wasser. Und dementsprechend ist dann die Anzahl der Leute, die das abholen können, auch recht gering. Da oben ist halt erst mal 20 Kilometer Umkreis nix. Da ist gar nichts. Und wenn dann einer nicht unbedingt 50 Kilometer fahren möchte, um da was abzuholen, dann ist halt Essig. Na gut, egal. Ich habe gesagt, hier, ich bin gerade im Nachbarort, ich kann es gleich abholen. Also gesagt, wunderbar. Und ja, dabei waren Frankreich 98, ein absoluter Top-Titel, must have. Nein, aber sehr schön, komplett Disc wie geleckt. Echt nichts dran. Sehr, sehr schöner Zustand, wenn es nicht so ein bescheidenes Spiel wäre. Aber das war mal egal. Auf das Spiel kam es jetzt nicht an. Das habe ich eigentlich nur mitgenommen. Ja, und wenn es die Tauschhülle ist, egal. Dann war dabei Lone Soldier. Auch komplett hübscher Zustand, bis auf die Hülle. Und ja, es ist ein 3D-Shooter, so wie ich das gesehen habe. 3D-Action. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ist auch nicht wirklich teuer, das Ganze. War jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, warum ich das Set gekauft habe, sondern die kommen jetzt. Und zwar war dabei Silent Hill. So, einmal mit dem Produktkatalog von Konami. Moment. Der Anleitung. Oh, eieiei. Habe ich mich da tatsächlich verschluckt. Der Anleitung, die, wie ich jetzt gerade im Moment erst sehe, sich hier hinten ein bisschen ablöst. Aber das ist wirklich nur die Gummierung, die da. Na, mal eine Leinkleber reinhauen. Ja, die Anleitung ist dabei. Nochmal Konami 99, auch wieder ein Produktkatalog. Und die Disc in extrem tollem Zustand. Absolut top. Ich glaube, da wird auch ein Teil aus dieser Hülle bei mir in meinen Silent Hill wandern, weil ich habe es schon. Aber ich wusste halt eben, dass das hier allein schon mehr wert ist, als das, was sie für die Spiele an sich haben wollte. Und naja, machen wir mit dem letzten weiter, mit dem letzten Spiel, was dabei war in dem Set. Und zwar ist das Street Fighter Alpha 2. Ja, das war so der Hauptkaufgrund für dieses komplette Set. Das holt das komplette Set wieder raus im Endeffekt. Hier ist das mega, mega Booklet. Blups. Die Disc ist hier jetzt ein bisschen bespielter. Moment, kann man das erkennen? Da. Ja, die ist ein bisschen bespielter, aber die werde ich mal schleifen lassen. Aber nachdem hier war ich auch schon länger auf der Suche, muss ich sagen. Ich habe es für den Super Nintendo, aber die Version hier, die soll, glaube ich, ein bisschen aufgeplusterter sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ist alles in allem in einem akzeptablen Zustand. Und naja, gut. Bin da hingekommen, wollte eigentlich nur die 4 Spiele abholen. Hab vorher schon gesagt, hier, ob sie nicht noch irgendwas anderes hätte. Und was die 4 ursprünglich kosten sollten, sage ich euch gleich, das war schon der Hammer. Aber dann meinte sie, ja, sie hätte noch irgendwo einen Gameboy, aber der wäre ihr Mann. Ja, fragen Sie doch mal Ihren Mann, vielleicht will er den ja loswerden. Ich hatte schon damit gerechnet, dass da dann so, ja, typische Manier, uralter, extrem vergilbter, grauer Gameboy, also das ganz stinknormale Modell ohne Display und allem drum und dran. Und naja gut, bin dann da hingekommen und wurde ein klein wenig überrascht, weil dann kam sie hiermit um die Ecke. Ja, der Zustand ist nicht der beste, sagen wir es mal so. Wie ihr seht, die Hülle, also das Jewel Case ist kein Jewel Case mehr, das ist mehr eine Staubhülle und eine Kratzerhülle. Also mit Jewel hat das nicht mehr wirklich viel zu tun, aber es ist dabei und es ist sogar die Originale, wie ihr an dem Aufkleber hier hinten seht. Blau, blau. Ja, und dabei waren Kid Icarus, Mario Land 2, F1 Race und Tennis. Jetzt packen wir die mal wieder hier rein. Das Spiel wollte ich für meine eigene Sammlung haben, weil die hier habe ich. Danach habe ich auch schon etwas länger gesucht, muss ich sagen. Das kenne ich noch aus meinen Kindertagen. Habe es bis heute noch nicht in die Finger gekriegt. Zumindest nicht für den Preis, den ich dafür zahlen möchte oder wollte. So, jetzt haben wir auch mal wieder den Fokus. Wunderbar.
ja, das bleibt in der Sammlung. Die restlichen drei gehen wieder. Ja, und dann kam da halt eben noch er hier. Moment, hier hatte ich vorhin schon mal reingepustet. So, und er hier ist noch voll in Ordnung. Oh, von wegen reingepustet, ne? Da kommt's doch, Nintendo. Ja, er funktioniert, er hat keine Deadlines, der Sound funktioniert, also wunderbar. Schaut's euch an. Echt klasse. Ja, das Display ist scheinbar mal angeklebt worden, aber da werde ich hier wahrscheinlich ein bisschen mit einem Skalpell nacharbeiten. Ich werde das Ganze mal polieren. Leider fehlt die Linkkabelabdeckung, aber der Batteriedeckel ist da. Der Farbunterschied zwischen Ober- und Unterschale ist minimal, also nicht wirklich viel. Und ist ein recht schönes Gerät noch, muss ich sagen. Ja. Ursprünglich wollte sie für die vier Spiele, die, auf die ich hier gerade zeige, 5 Euro haben. Da, 5, eine Handvoll. Was ja schon der Kracher ist. Ja, also Silent Hill liegt, glaube ich, bei 15 bis 20. Street Fighter Alpha liegt auch um die 20 rum, wenn nicht sogar noch mehr. Die beiden, gut, die können wir in die Tonne schmeißen. Aber die zwei alleine, die sind so, liegen schon bei um die 40 Euro. Ja. Und dann kam sie hier mit hinterher. Und dann sagte ich, ja, hier vorher wollten sie 5. Dafür, was wollen sie denn für das Gesamte? Ah, geben sie mir 20 Euro und dann ist es okay, ist in Ordnung. Ja, ich habe eingeschlagen, habe das eingepackt, gegrinst und bin meiner Wege gezogen. War ein super Deal. Und definitiv der Schnappe des Urlaubs. Und jetzt holen wir das ein bisschen vor. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Thumbnail hin. Und ja, damit wäre es das auch für diesen Urlaub, sage ich jetzt mal. Ja, die Gewinnerausziehung oder die Gewinnerziehung wird auch im Laufe der Woche kommen. Ich muss das Ganze erstmal zusammenschreiben und festhalten, wer da jetzt überhaupt alles mitgemacht hat. Und ja, wird jetzt die Tage passieren. Aller spätestens Ende der Woche. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr gewonnen habt und werde dann auch natürlich ein Video dazu drehen. So, dann hoffe ich, dass es euch mal wieder gefallen hat. Liked, kommentiert vor allem und abonniert mich, falls ihr mich noch nicht kanntet. Und ja, dann bis die Tage. Tschüss.